Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Arcadia. Denn, Leute, heute haben wir wieder ein bisschen was vor. Denn heute machen wir mal einen etwas ruhigeren, habe ich mich entschieden. Denn nach den letzten paar Folgen, wo echt ordentlich was passiert ist, dachte ich mir, ist es ein bisschen viel. Wir brauchen mal so eine Art Urlaub. Und deswegen, Leute, werden wir heute eine Erkundungsfolge machen. Bisschen uns nochmal die Welt hier angucken und schauen, was man vielleicht hier noch so entdecken kann. Aber, Leute, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, auf jeden Fall unbedingt nachholen. Ich verlinke sie euch oben rechts. Dort haben wir nämlich ein Gespräch mit dem Oberbösewicht in Anführungszeichen, würde ich einfach mal sagen, gemacht und herausgefunden, dass Marlus Larsen hinter diesem Argos-Kram steht und diesem Orden, wie ich ihn jetzt einfach mal genannt habe. Leute, das ist auf jeden Fall interessant. Wenn ihr es verpasst habt, auf jeden Fall nachschauen. Aber Leute, heute werden wir, wie gesagt, erstmal fein erkunden gehen. Dafür, perfekt, diesen Gleiter. Ach Leute, den haben wir auch vor ein paar Folgen bekommen. Der ist echt ziemlich schnieke. Und zwar hatte ich mir von den Weg überlegt, den wir gehen. Da haben wir diese fette Mauer aus Stein. Gut, Mauer ist viel gesagt, es ist ein Berg. Dort in die Richtung ist das Dorf, wie wir bereits wissen. In diese Richtung finden wir das Banditenlager. Und in diese Richtung wissen wir noch nichts. Leute, in die Richtung sind wir nämlich tatsächlich noch nicht gegangen. Das heißt, ach, den wollte ich nicht anziehen. Das heißt, wir werden heute quasi aus dem Haus raus und einfach geradeaus querfeldein uns mal voran bewegen. Für den Notfall habe ich Blöcke mit? Ich habe keine Blöcke mit. Leute, dann hole ich jetzt erstmal noch schnell Blöcke, weil, keine Ahnung, Blöcke braucht man auf jeden Fall. Ich wundere mich, warum wir keine Blöcke haben. Wir hatten doch mal... nee, hatten wir doch nicht, oder? Beziehungsweise die haben wir wahrscheinlich alle verbaut, als wir die Mission gemacht hatten für den Koboldkönig. Das ist gut möglich, Leute. Aber das sollte ja kein Problem sein, Schnitt. Leute, Marlus Larsen braucht doch seine Items jetzt gar nicht mehr, oder? Genau genommen. Der Typ ist ja eh böse. Das heißt, wir können auch seine geilen Items behalten. Ja, easy. Neue Enderperle, die Goldbarren packe ich jetzt auch ein. Masken, keine Ahnung, wofür man die braucht, aber sehen ja an sich ganz nett aus. Leute, die behalten wir jetzt einfach. So, und wovon habe ich denn viele Blöcke? Ja, das lässt sich auch gut abbauen. Ich nehme mal ein Stack Erde mit, Leute. Das sollte reichen für den Fall der Fälle. So, das heißt, achso, wir sind ja schon unten, so weit oben waren wir ja gar nicht. Das heißt, jetzt geht's einfach ab die Post dort rüber. Ich meine, würden wir dort schräg weit laufen, da in die Richtung, da müssten ja irgendwie so ein Zornshaus kommen. Aber dahinter waren wir ja noch nicht. Was dahinter noch so kommt, ich glaube, Emmy und Zorn waren da tatsächlich auch noch nicht. Aber kann auch sein, dass ich mich irre. Ich weiß, Zorm und Emmy hatten ja auch noch ein paar Folgen aufgenommen. Haben die auch noch in petto? Ich glaube, die sind nämlich bisher nicht rausgekommen. Eventuell sind sie aber auch schon raus zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, Leute. Das kann natürlich auch sein. Okay, wir müssen auch auf einen großen Berg. Aber ich glaube, die sind nicht in diese Richtung dort gelaufen. Das heißt, wir entdecken hoffentlich wirklich was Neues und nicht schon etwas, was die entdeckt haben. Das wäre natürlich wunderbar. Das ist das Ziel hinter dem Ganzen. Und einfach mal, Leute, wir hatten in letzter Zeit so viel, was passiert ist. Ach, hier ist ein Wasserfall. Und wirklich, das hier, Leute, seht das als eine Art Urlaub. Weil ich denke, so kann man das eigentlich ganz gut bezeichnen. Weil wir sind das letzte Mal, sind wir quasi geheim inkognito bei Marlus Larsen gewesen, haben über den Plan ein bisschen was herausgefunden. Wir waren davor die Folge, wurden wir angegriffen von den Banditen. Davor die Folge waren wir im
Nether, sind dort eingebrochen bei dem Nether-Volk. Davor die Folge sind wir zu einem von den Kobolden gekrönt worden. Leute, es ist so viel passiert. Und das waren jetzt noch nicht mal alle Folgen. Das ist, in letzter Zeit hat sich das echt gestaut, um es mal so zu sagen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz schön, dass wir ausnahmsweise mal wieder ein bisschen Ruhe von dem Ganzen bekommen. Bisschen Abstand und erstmal auch so ein bisschen verarbeiten können. Was so los war, da ist eine Biene mit einem Pömpel. Finde ich cool. Hallo kleine Biene, sag mal, wo wohnst denn du? Hier ist Schnee, hast du dich verlaufen? Na? Die hat auch schon Pollen geholt, aber keine Ahnung, wo das Nest von der ist. Oh, Leute, das ist perfekt, da können wir den Gleiter nehmen. Ha! Hä? Der wird nicht angezeigt. Mein Skin hat sich auch... Warte, hatte ich gerade schon die ganze Folge den Skin? Okay, erstmal hier drauf. Leute, es ist irgendwie ganz seltsam, das mit dem Skin ist verbuggt. Vielleicht sollte ich den einen mit dem orangenen mal als Standard-Skin machen. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich damit angefangen? Ach, egal, Leute. Ist ja auch Humbug jetzt hier. Darum soll es nicht gehen. Ach, cool. Eine Eule. Ein Uhu. Hi. Hallöchen, na du. So, und Leute, immer Augen auf, ob es hier irgendwas gibt. Das sind irgendwelche komischen Baumstämme. Hier ist eine Kuh. Gibt's hier sonst noch was? Sieht auch schön aus hier mit dieser Grenze aus diesem anderen Wald. Ah, hier. Oh, interessant. Oh, das kann man auch einfach abbauen. Ach, lol. Edelwoodlock. Da kann man rein, oder? Ha! Hier kann man sich drin verstecken, Leute. Cool. Ja gut, brauche ich aber jetzt auch nicht. Ich hoffe, dass mit diesen Einbrüchen oder irgendwie Versteckspielen hat man ein Ende. Das sind Kürbisse. Ach, ist das entspannt mit diesem Gleiter. Es ist leider kein Hanggleiter zugegeben, aber ich denke, es ist trotzdem ganz gut, oder? Ich meine, Hanggleiter sind immer geil, aber der ist zwar nur begrenzt so von der Ausdauer, würde ich es einfach mal nennen, wo wir den halten können. Macht ja auch irgendwie Sinn, ist ja realistisch, aber der sieht eigentlich auch schon cooler aus, wenn man den so hoch hält. So, hier kommt wieder ein Berg. Naja, Leute. Dann gehen wir halt auf den nächsten Berg hier auch noch drauf. Aber der Wald ist auch schön. Aber in so einer Art Wald leben wir ja auch schon. Das sind aber coole Blumen. Die kann man mal mitnehmen, Leute, würde ich sagen. Ein paar nette Blümchen sind auch immer nett, oder? Das ist auch ein schwarzes Schwein. Hallöchen. Ach, das Schwein hat aber auch einen lustigen Hut. Einfach was. Und der Esel ist auch gut mit so einem umgedrehten Minecart. Lustig, lustig. Das ist noch ein Esel, interessant. Aber hier, was sind das für Blumen? Azaleen. Okay, cool. Die gefallen mir, Leute. Die können wir zu Hause platzieren. Sind nämlich echt ganz schön. Nehmen wir einfach mal ein paar mehr mit. Notfalls können ja Emmy oder Zorm auch welche haben, wenn sie wollen. Diese, och. Diese orangenen Blümchen sahen hier aber auch nett aus. Was bist du? Mystische orangene Blume. Ach ja, die nehme ich doch auch mit. Auberginen brauche ich nicht. Hier ist ein Schmetterling. Oh, Schmetterlinge, Leute. Wie cool, die waren hier alle auf einem Haufen. Das ist eine mystische rote Blume, okay. Scheint ein bisschen mystischer hier im Wald zuzugehen als bei uns. Oh, Poppies. Ach, das würde Quarzi gefallen, Leute. Ich hoffe, wir sehen irgendwann mal Quarzi wieder. Das wär's. Böse. Ja, okay, die anderen Blumen kriegt man, glaube ich, deutlich einfacher als die anderen, die wir jetzt haben.
Die hat einen Partyhut. Okay, Leute, wir müssen gerade diese Spinne noch killen, weil ein Partyhut ist immer gut. Das hat sich lustigerweise natürlich auch gereimt. War natürlich alles geplant, Leute. So, zack. Das brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir den Partyhut. Ziehen wir doch direkt auch mal an. Hä? Wieso habe ich so viele Hüte? Kann ich mitbekommen. Naja, Partyhut. Perfekt. Jetzt kann die Party abgehen, Leute. Ja, 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 ja. Okay. Könntest du zum Geburtstag eine Party machen? Wir müssen nämlich auch bald Geburtstag haben. Ich glaube Anfang nächsten Monat. Ja, ja. Ach, Leute. Ich freue mich auf die Gamescom. Amy kommt hin, Zorn kommt hin, das Trio trifft sich zum ersten Mal in Real Life. Also Amy und ich kennen uns ja schon, aber Zorn und ich haben uns noch nicht getroffen. Das wird cool. Ja, ja. Und vielleicht wird es auch einen netten Vlog zu dritt geben. Ach, Leute, das wird lustig. Das wird toll, dieser Tag. Auf den freue ich mich sehr. So, und hier haben wir ein... Weil... Da leuchtet's. Och nee, Spinne, ich wollte das nicht, dass du mich siehst. Was ist denn hier los? Das ist ein Dorf, Leute. Darum stehen Wachen. Wir haben ein Dorf gefunden. Okay, das sieht cool aus. Aber Leute, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr. Okay, nicht auf die Uhr, aber auf den Timer. Wie lange das Video schon geht. Würde ich sagen, schieben wir die Erkundung dieses Dorfes auf die nächste Folge. Denn das soll es dann auch mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!